Es ist einer der ältesten Zaubertricks überhaupt, etwas verschwinden zu lassen. Doch diese Hunde, die das Leckerli schon vor der Nase hatten, können kaum fassen, was ihnen da gerade widerfährt. Dahinter steckt dieser Mann. Der Finne José Ahonen. Das kleine finnische Städtchen Tampere, gelegen zwischen Wäldern und Seen. Hier wohnt der Magier. Seit 10 Jahren tritt er im ganzen Land auf. Seine Zielgruppe? Eigentlich Menschen. Doch dann kommt er vor ein paar Monaten plötzlich auf den Hund. So habe ich den Trick zum ersten Mal ausprobiert. Man nimmt das Leckerli in die Hand, sodass man es nicht mehr sieht. Und dann legt man es auf seinen Kopf und weg ist es. Die Reaktion des Hundes bringt ihn auf eine Idee. Er modifiziert den Trick und lädt über Facebook 27 Hunde, deren Besitzer und seinen Bruder ein. Auch der ist für jeden Spaß zu haben. Es ist immer lustig, seinen Bruder mit einem großen Hund zu sehen. Vielleicht wird er ja angegriffen. Angegriffen wird er nicht, doch die Reaktionen sind überraschend. Praktisch alle Hunde fallen auf den Trick herein. Eine wissenschaftliche Erklärung dafür, warum sie sich nicht auf ihren Geruchssinn verlassen, gibt es bisher übrigens nicht. Mit Hunden klappt das so gut, weil sie ehrlich und echt sind. Sie faken nicht. Sie sind einfach authentisch. Der gelernte Grafikdesigner schneidet aus den Aufnahmen 2 Videos. Magic for Dogs und Magic for Dogs Part 2. Magie für Hunde. Gleich das erste Video wird zum Internet-Hit mit bis heute fast 15 Millionen Abrufen. Ich habe das Video Freitagnacht auf YouTube hochgeladen. Meine Freundin weckte mich am nächsten Morgen und schrie 40.000 Klicks. Ich dachte mir, was? Am Ende des Tages waren es 1 Million Klicks und ich habe einen Champagner aufgemacht. Vor einem Monat folgt dann der dritte Streich, das fliegende Würstchen. Wegen der Reaktionen der Hunde reißen sich inzwischen zahlreiche Tierforscher darum, bei einem seiner Shootings dabei zu sein. Und Beifall kommt aus aller Welt. Viele Leute haben mir das Gleiche geschrieben. Sie hatten einen schlechten Tag, schauten sich das Video an und waren wieder gut drauf. Ich bin sehr froh, dass wir mit diesem dummen kleinen Hundemagie-Video die Welt ein bisschen glücklicher machen konnten. How dogs react to human barking. Auch über die Zaubertricks hinaus hat er sich mittlerweile im Internet als Hundekomödiant einen Namen gemacht. Mit einem befreundeten Stimmenimitator testete er, wie Hunde auf bellende Menschen reagieren. Auch das natürlich wieder ein Video mit Wow-Effekt.